Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir auf Deutsch. Aber wie ihr im Titel lesen könnt, mein Video geht heute darum, wie ich mein Slow-Mo-Video mache. Und natürlich auf TikTok. Also ich mache so manchmal auch Slow-Mo-Video. Also ein paar von euch haben auch gefragt, wie ich es mache und so. Dann dachte ich mir, ich mache ein YouTube-Video und zeige euch, wie ich es richtig mache. Und bevor wir das Video anfangen, lasst bitte ein Like und ein Abo da und schreibt mir in die Kommi, ob ich mehr deutsche Video machen soll oder auch Kommentare oder Kurz, wie auch immer ihr wollt. Und ja, wir reden nicht so viel und lass es anfangen. Und ich kann auch zeigen, was welche Videos genau meine. Also ich verblende euch ein paar Videos, Slow-Mo-Videos. Und ja. Ich überlege mir hier, welche Bewegung ich machen soll. Dann habe ich mir jetzt gefunden. Natürlich müsst ihr auch das Slow-Mo-Video nehmen. Es gibt bei iPhone, aber bei Samsung nicht, bei Android. Also da müsst ihr ein App runterladen und dann könnt ihr eure Slow-Mo machen. Aber das kommt noch und ich werde auch euch zeigen, wie ihr das machen könnt. Und natürlich, wenn ihr mit eurem Video fertig seid, Slow-Mo, dann könnt ihr auf eure Galerie gehen und bearbeiten gehen. Und dann könnt ihr eure Position entscheiden, wo ihr genau dieses Slow-Mo haben wollt. Also, ich habe mich hier entschieden. Und da könnt ihr entscheiden, also wo genau ihr eure Video anfangen soll, also schneiden, so genau gesagt. Und dann, wenn ihr fertig seid, ihr könnt auf diese Ding hier gehen und dann könnt ihr eure Farbe entscheiden, also den Filter, die ihr benutzen wollt, damit eure Video schöner aussieht. Und das gleiche macht sie mit dem anderen Video auch. Und ja. Und dann, wenn ihr fertig seid, dann könnt ihr auf dem App Videolab gehen. Und auf diesem App, Leute, das könnt jede Handy benutzen, Android oder iPhone. Das ist eine sehr gutes App. Und dann kann man auch gutes Video bearbeiten oder Slow-Mo bei Android auch machen. Also ich empfehle euch. Dann habe ich mir ein Video ausgesucht. Also ich habe es schon aufgenommen, damit ich mit diesem Video mischen kann. Also das Lied sogar, sozusagen. Ja, und dann könnt ihr auch schneiden, bis wann ihr wollt oder wo genau, ob das mit Beat passen wird. Egal. Das ist mein Lieblingslied, Leute. Also ihr könnt eure Lieder benutzen, egal welche ihr wollt. Und dann könnt ihr speichern gehen. Also auf dem Foto drücken und dann könnt ihr es speichern. Dann geht ihr auf
Dann geht ihr auf dem App für Unimate, wie auch immer das gesagt wird. Und dann ja, drückt ihr auf Videos und dann könnt ihr eure Videos markieren, die ihr haben wollt. Und hier könnt ihr so richtig Video bearbeiten mit dem Filtern oder mit dem Text und was auch immer ihr wollt. Und ja. Und wenn ihr fertig seid, dann könnt ihr auf Google gehen und eure Lieblingssprüche speichern oder aussuchen. Habe ich einfach Sprüche geschrieben und dann habe ich meinen Lieblingsspruch ausgesucht, damit es auch ein bisschen mit dem Video passt. Also, ich habe Kleines genommen, Kleines Text ist besser. Aber was nicht schön ist, diese App kostet Geld, deswegen ich habe es den Bildschirm aufgenommen. Da das Video das App Geld kostet, dann habe ich es aufgenommen, also das Video, und dann war ich auf Galerie, damit ich es schneiden kann, also damit man nicht sieht, also was man, wie man bearbeitet hat oder so, damit es schöner aussieht sozusagen.
war ich auf TikTok. Ja, vergessen mir nicht zu folgen. Ich habe fast in 11k. Und dann war ich auf meinen Slow-Mo-Accounts. Also ich habe zwei Accounts. Eine nur für Slow-Mo. Also die habe ich neu gemacht. Und dann habe ich mein Video ausgesucht. Und dann habe ich irgendwas geschrieben, damit es nicht langweilig wird. Und dann habe ich auch meinen Hashtag reingesteckt. Also reingemacht, angeschrieben, wie auch immer. Und dann, ja. Und dann habe ich es gepostet. Und ja. So Leute, das war's auch schon mit dem Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst bitte ein Like und ein Abo da. Und wenn euch dieses Video ein kleines bisschen so geholfen hat, lasst ein Like da und wenn nicht, auch ein Like. Und teilt das Video gerne und bis nächstes Video. Ciao!